Willkommen zurück, Leute, zu Lucius. Yay! So. Hier ist er wieder, unser Butler, den wir killen wollen. Der Arme. Tut mir eigentlich leid. Einige tun mir leid. Aber es muss sein. Und ich weiß jetzt auch, was ich zu tun habe. Hier ist nämlich ein Schalter. Ja? Es gibt einen Schalter. Zu der tollen Lichterkette. Und den wollen wir natürlich jetzt mal drücken und mal gucken. Aber dann kommt. Was ist mit dem Licht? Aktualisiere Notizbuch. Mache ich doch glatt mal. Was haben wir denn hier Schönes? Da kommt mir eine Idee. Er sollte vorsichtig sein. Im Winter kann es draußen glatt werden. Womit kann man Wasser transportieren, ohne dabei Verdacht zu erregen? Oh. So, jetzt müssen wir hier, glaube ich, mal weg. Er kommt ja jetzt. Können wir dann mal hier... Machen wir eine Taschenlampe aus, mein Freund? Können wir ihn jetzt so ein bisschen... Kommt er jetzt oder nicht? Oder können wir ihn jetzt manipulieren? Oder ist er ja? Können wir das machen? Können wir ihn manipulieren? Vorsichtig draußen. Nee. Der Boden kann sehr rutschig sein. Ja, Alistair. Du auch. Sei schön vorsichtig. Aber leid. So. Womit kann man Wasser... Er ist ausgerutscht und hat sich den Rücken verletzt. Oh, guck mal, hier wäre das nämlich jetzt gekommen erst, dass man das Wasser holt. Er ist ausgerutscht und hat sich den Rücken verletzt. Das hat nicht ganz funktioniert. Es fehlt die Feinabstimmung. Ich sollte mich hier nach einer Lösung umschauen. Oh, Lucius, hol Hilfe, schnell. Oh, der tut mir voll leid. Och, der Arme. So, jetzt muss ich mal eben meine Dingskraft und dann geht's los. Der macht das mit den Händen, seine Gedankenkontrolle. Ach nee, das ist ja was anderes. Wie er da steht. Meine Glückszahl. Mehr Macht. Mr. Wagner, ich bin Wayne Preston vom Herald. Ich würde Ihnen gerne Fragen zu den Todesfällen in Dente Manor stellen. Das ist ein Privatanschluss. Wie kommen Sie an diese Nummer? 5 Tode in ein paar Monaten ist eine sensationelle Geschichte, Mr. Wagner. Die Öffentlichkeit muss erfahren. Winter Hill Police Department? Hier spricht Senator Charles Wagner. Stellen Sie mich bitte zu Detective McGuffin durch. Die Presse schießt sich darauf ein, Mr. McGuffin. Ich habe eine Wahl vor mir und ich darf die Lage nicht außer Kontrolle geraten lassen. Sie tun mir leid, Mr. Wagner. Diese Reporter stürzen sich wie Geier auf jeden traurigen Fall, den ich bekomme. Sie lieben Tragödien. Aber was können wir tun? Es ist ein freies Land. Ich muss das aus den Zeitungen raushalten, Mr. McGuffin. Wir hatten eine Pechsträhne. So einfach ist das. Der Einsatz ist hoch und ich stehe unter großem Druck, alles zu klären. Der Druck liegt auf uns beiden. Sie lassen den Bezirk wie einen Witz aussehen. Meine Vorgesetzten werden das nicht einfach hinnehmen. Nun ja, sie erfahren es nie, wenn sie es nicht unter Dach und Fach bringen. Ist das eine Drohung, Mr. Wagner? Das möchten Sie nicht herausfinden. Ein paar Telefonanrufe können Wunder bewirken. Detective McGuffin! Kann ich Sie sprechen? Wie kommen Sie hier rein? Sie bearbeiten den Fall hier auf dem Wagner-Anwesen.
Ich habe da ein paar Fragen über die Serie ungewöhnlicher Todesfälle in den letzten paar Monaten. Hören Sie mir zu. Lassen Sie diese Leute in Ruhe. Sie hatten nur etwas Pech. Es sind nette Leute und sie brauchen Zeit, wegen ihrer Verluste. Klar? Wenn ich sie noch einmal in der Nähe dieses Hauses sehe, verhafte ich sie. Verstanden? Ich war fast so weit, das lateinamerikanische Dienstmädchen zu verhaften. Ich wollte ihr Zimmer durchsuchen, um eine Flasche Rattengift oder ein Vorhängeschloss zu finden. Aber plötzlich war es zu spät. Tom Wagner, der Bruder von Charles, hatte scheinbar eine Affäre mit zweien der Dienstmädchen. Eine fand es wohl heraus und war darüber nicht glücklich. Was sie nur in diesem Mann fanden. Er lebte auf Kosten seines Bruders und stellte ich weiß nicht was in seinem dreckigen kleinen Filmstudio an. Wir haben den Raum durchsucht. Was für ein kranker Perversling. Da war schließlich ein Kind in diesem Haus. Über dieses Kind wusste ich allerdings nur wenig. Januar 1973, verhängnisvolle Affäre. Da sind wir wieder mit den kleinen Lusches. Ist ja alles wieder glatt gelaufen. Glatt gelaufen. Oh, schön. So, was sagt unser Bücherbrett? In einem Augenblick werden Erinnerungen geboren. In einem Augenblick. Vielleicht eine Kamera. Ist das hier unsere kleine Dingens? Kriegen wir jetzt hier immer Sachen mit? Naja, komm. Jovita ist dran. Jovita, die alte. Hausmädchen Jovita, sie würde einen guten Sündenbock abgeben. Ich weiß, dass zwischen Tom und ihr was läuft. Ah ja. Müssen wir davon dann wieder in das komische Zimmer, in dem wir gerade schon waren, wo wir im letzten Part das Guckloch gefunden hatten? In einem Augenblick? In einem Augenblick werden Erinnerungen geboren. Okay. Gut, dann... Ja. Soll es jetzt was sein? Wir müssen die Ohrringe auch immer noch finden. Das ist natürlich auch so eine Sache. Ich glaube, wir müssen erstmal zu Jovita gehen. Gehen wir mal erstmal zu Jovita. War die nicht unten? Immer das Klopfgeräusch hier von irgendeinem Kreuz. Das eine können wir auch bestimmt nochmal umdrehen erstmal wieder. Das hängt ja immer... Ach nee, das hängt sogar noch falsch rum. Das ist ja wunderbar. Ist jetzt auch ein bisschen milchig hier das Bild, weil ich das etwas heller gedrückt hatte. Ihr wisst schon. ich habe die Qualität auch wieder besser gemacht, weil es dann halt wieder heller ist. Also sobald man die Qualität so ein bisschen auf low macht, dann wird es voll dunkel. Und das finde ich auch nicht so geil. Ja, ich weiß nicht, wo hier ein Kreuz ist. Keine Ahnung. Werde ich nie kapieren. Ich glaube, wir sollten mal... Was war das jetzt eigentlich? Lucifer hat diese Spieluhr gesegnet. Sie hilft dir dabei, das zu finden, was du suchst. Ach, echt? Kann ich die dann jetzt hier in die Hand nehmen? Oder wie ist das jetzt? Ich versuche das mit dem Inventar mal zu rallen. So, dann nimm mal... Hast du die Spieluhr jetzt in der Hand? So, jetzt hat... Jetzt nehmen sie das schon in die Hand. So. Ich soll das finden, was ich so... Zum Beispiel die Ohrringe. Das wäre doch mal was. Jovita! Liebes! Wo ist sie denn? Oh, Musik ist überall um uns herum. Jetzt habe ich sie benutzt. Und wo finde ich die jetzt? Jovita, bist du hier? Oh, hier ist ein Kreuz. Hier ist... Wo ist es nochmal? Da war das. So. Da sind die mit ihrer Jazzmusik. Hm.
Jovita! Hat sich da ein Typ bewegt? Soll ich jetzt da hin? Oder was erfahre ich denn hier? Du musst zur Abkühlung erst einmal warten. Muss ich das verstehen? Ja gut, dann gehe ich jetzt erstmal da lang, wo es mir gezeigt wird. Die Spieluhr, ich weiß nicht, die könnte uns ja vielleicht bei den Ohrringen noch helfen. Ich soll nach oben gehen. Hier ist die Mysterious Music wieder. Ab nach oben. Wenn es sein soll. Naja, klar. Ich meine, hier wohnen die ja auch alle. Sie könnte richtig... Oh, ich soll da lang. Nicht hier richtig? Ja. Oh. Hier jetzt aber. Hier geht's los. Das mit der Spieluhr, das verstehe ich noch nicht. Wir gehen mal runter. Jovita! Da ist sie. Da ist sie. So, meine Liebe. Hast du deinen Theo, deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Ja, okay. Den Onkel gesehen? So ein kurzer Augenblick, aber es hat mir noch nicht so wirklich gesagt, was es heißt. Ich habe die Spiel pack ich mal weg. So. Also das ist, das sollen wir mit ihr machen. Soll ich jetzt sein... Weiß das zwischen ihr und Tom, was läuft? Ja. Hm. Hier, in deiner Hütte. Mach mal das Ding weg, damit wir hier durchluschern können. Jovita Schätzelein. Oh, da liegt jetzt aber was. Da war vorher... Da ist jetzt was. Da ist was drinne. Du sollst das da wegräumen. Guck mal hier. Achso, der Föhn. Der Föhn, der Föhn. Der Föhn. Wann stirbt denn endlich mal jemand hier mit dem Föhn? Das dauert voll lange. Komisch. Wir können natürlich das Wasser können wir benutzen und so. Ja, okay. Können wir nicht mal hier jemanden herlocken oder was? Was ist jetzt hier? Was können wir denn jetzt hier mal machen? Da kommt sie ja schon. Schätzelein. Und so eine Gedankenkontrolle, so ein bisschen. Geh doch mal da hin. So, und jetzt auf sie hier. Schon deinen Onkel gesehen? Ah. Oh. Jetzt, sollen wir dann... Wir können die Gedankenkontrolle mit ihr machen. Wir haben aber noch keinen Gegenstand, ne? Dein Theo, ich hab mich verplappert, Unterwäsche, Zeug. Soll ich jetzt den Onkel suchen oder was? Wo finde ich denn den Onkel? Wo ist der denn? Muss ich erstmal wieder hier das Dings ändern? Jemand kann ich sehen. Oh. Wen haben wir denn da erwischt? Wenn dich jemand erwischt hat. Oh, gibt es da vielleicht auch ein Loch nebenan, wo wir durchgucken können? Was war das denn? War das Jovita? Ich glaube, das war die Jovita mit ihrem... Aber warum sagt er denn dann im Notizbuch, er weiß schon, dass zwischen den beiden was läuft, wenn er sie noch gar nicht gesehen hat? Das ralle ich jetzt gerade nicht. Da ist Flagranti. Da die... Hauswirtschaftskräfte, die treiben es ein bisschen. Kann man ja mal machen. Oh, jetzt muss ich das nochmal machen. Das nervt voll. Nimm die mal mit. Gibt's auch einen schnell... Gibt's auch...
Gibt's auch einen schnellen Weg? So. Jovita? Jovita! Ja, das hatten wir doch schon. Es ist, Hast du deinen Theo, deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Sind hier vielleicht die Ohrringe? Ich guck nur gerade pauschal durch. Suchen Sie etwas. Ja? Benutzt mal deine Dings jetzt. Ach, guck mal! Da! Wie geil! Sind die jetzt hier, die Ohrringe? Schon deinen Onkel gesehen? Ich habe die Ohrringe gefunden, oder? Habe ich was oder so? Da! Nimm mal weg, die ganzen Kissen. Weg, 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 weg. Räum mal auf hier, Jovita. Ich finde die Ohrringe. Ich finde die Ohrringe. Hast du dein Tier, deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihn bitte. Ich muss mit ihm reden. Benutzt die Dings? Da ist es da. Da, genau da. Schon deinen Onkel gesehen? Ja, aber wie komme ich da jetzt... Oder ist es ein Stockwerk tiefer oder so? Sind bestimmt runtergefallen hier, die doofen Ohrringe. Mit dem Ding können wir das aber finden, mit der Schatulle. Quatsch mich doch nicht voll. Ich weiß, dass du willst mit dem Vögeln, das willst du. Da sind aber auch. Da. Alles weg damit hier, die Kissen. Ohrringe. Ohrringe, wo seid ihr? Suchst du etwas? Ja, Mamas Ohrringe. Bisschen ruckelig alles hier gerade, aber... Mann! Ja, jetzt wird mir... Wird mir das irgendwie in einem ganz anderen Raum dargestellt oder nicht doof? Wenn ich jetzt hier nach nebenan gehe, finde ich da dann was? Nee. Doch, guck mal, da ist auch ein Pfeil. Wenn ich das jetzt hier mache... Ich will wieder das Ding benutzen. Mönöx ist ein Opfer, um die Macht wiederherzustellen. Na toll. 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 Ich will jetzt aber die Ohrringe finden. Ja, das ist ja blöd gelaufen, aber vielleicht können wir das ja mit Jovita wenigstens hinkriegen. Schade. Jetzt hatte ich so gerade langsam angefangen, den Dreh rauszukriegen mit der Spieluhr. Ich hätte jetzt gedacht, dass die da auch irgendwo sind. Na gut. Ich glaube, ich muss wieder nach oben, ne? Mit sonst gucken wir da einmal... weiß nicht, wo war denn diese besondere Tür, bei der wir gerade waren? Ich glaube, wir müssen dafür hier lang, ne? Nee. Sie hier. Damit wir, ne? Schon deinen Onkel gesehen? Weiß schon. Jetzt latscht sie hier wieder lang. Aber da ist das Badezimmer, das ist schon nicht schlecht. Besser wäre natürlich, Es ist doof, dass wir jetzt hier nicht die Ohrringe gefunden haben. Nein, nee, bleib mal da. Oder wo müssen wir hin? Ich will nicht zum Schlafzimmer. Ja, wir müssen nach oben, ne? Komm, wir müssen nach oben. Dafür...
weiß gerade nicht, wo wir die jetzt gefunden hatten. Aber wenn wir da oben hingehen, sind wir bestimmt richtig. Aber wir sind doch das letzte Mal gar nicht so weit gelaufen. In diesem Haus kann man sich nur verirren. Hier zum Beispiel. Hier haben wir noch nicht geguckt. Das ist doch gut. Vielleicht finden wir ja hier noch was. Guck mal hier. Noch eine Buddel. Unfälle passieren. Ich habe jetzt, glaube ich, schon so oft hier irgendwas... Oh, ey, diese Framerate, das nervt mich. Dass sie so ruckelt, ganz ehrlich. Ich hoffe, dass es mit meiner neuen Festplatte besser wird. Dankeschön. So. Ich suche natürlich jetzt nicht nur das Zimmer, wo die beiden gepoppt haben, sondern vor allem suche ich den Onkel. Aber wenn der das war, vielleicht war der das ja auch. Ich weiß es ja nicht. Ist er das? Bist du das? Oh, richtig. Nee, du es ist Terrence. Nicht viel. Irgendwie unheimlich. Das war Terrence. Das ist noch ein WC. Doch ja, das war ja die Agnes. Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Ich glaube schon, dass es da richtig war. Wir müssen die nur wieder erwischen. Weißt du? Und das ist nicht alles. Haben Sie seine Zeichnung gesehen? Ich mache mir langsam Sorgen. Die reden über uns. Ich spreche gerade mit deiner Mutter. Das ist nur so ein Erwachsenenschrei. Ja, und die Musik ist schon wieder viel zu laut, obwohl ich die gar nicht so laut gestellt habe. Dass du deinen Onkel Tom nicht störst. Er meint, du hättest ihn wirklich gestört. Du weißt, dass er seine Privatsphäre braucht. Onkel Tom. Es unterhalten sich gerade Erwachsene. Entschuldigung. Wir setzen den Unterricht später fort. Die haben sich über uns unterhalten. Die merken langsam, dass was faul ist. Da ist Fabius. Oh oh. Das ist nicht gut. Schnell wieder zu Onkel Tom, zu seiner Ische. Ja, das möchte ich jetzt eigentlich schon nochmal wissen, ne? Was die beiden da... Das war auch richtig wahrscheinlich, dass wir die erwischen. Wir müssen nur das richtige Zimmer erwischen, sonst sind wir wieder dran. Hier geht's runter, ne? Ich will nicht runter. Gästeraum. Ich werd bekloppt hier, ganz ehrlich. So, es müsste jetzt das Schlafzimmer sein der Eltern wieder. Da ist Jovita. Gar nicht. Das kann doch nicht sein, ey. Das ist natürlich... Ja. Wie habe ich das denn gefunden, das Zimmer? Verdammt nochmal. So, ich weiß nicht mehr, wo lagen. Oh Gott. So, nee. Da, wo sein... Da ist sein Zimmer. Und wir? Wir drehen uns jetzt um und gehen hoch. Hast du deinen Theo... deinen Onkel Tom gesehen? Mhm. Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Hab ich. Du. Hab ich. Hier wollten wir hin, genau. Wenn ich da aber reingehe, dann erwischen die mich doch. Was ist mit hier? Geht das hier? Ja, ne? Hier darf ich hin. Hier nur hier ist voll das Kreuz und ich kann die immer hier nicht umdrehen. Das verstehe ich auch nicht. Falle ich irgendwie nicht, wieso ich das nicht kann. Es ist klar, dass er sich hier nicht wohlfühlt. Kann ich da was mitnehmen? Kann ich Schlüpfer mitnehmen? Lucius, lass das sein. Fass das nicht an. Ist nicht schön. Fremde Schlüpper anfassen.
Ist hier irgendwas? Ich habe ein bisschen Schiss, jetzt in den Raum nebenan zu gehen, weil die erwischen mich ja dann nur wieder. Das kann ich umdrehen. Kann ich es umdrehen oder kann ich es nicht umdrehen? Man kann es umdrehen, aber vielleicht mit Telekinese, aber das geht ja nicht, weil er die Macht nicht hat. Ich kann Menschen dazu bewegen vielleicht, ne? Aber das geht ja auch irgendwie nicht. Ja, also ich... Keine Ahnung. Gibt es hier irgendwas? Mit der fliegenden Taschenlampe. Ist das ein Loch da unten? Auch zum Durchgucken? Ich sehe nur das Löcher zum Durchgucken. Kannst du die Klamotten? Also das ist der Raum, ja? Aber wenn wir jetzt hier schon nach... Deinen Onkel gesehen? Ja, der ist hier. Siehst du doch. Der macht doch da Halligalli. Einfach alles... Ich weiß nicht, was wir machen können. Die erwischen mich ja wieder. So erwischen sie uns nicht. Was sagt er dazu? Ich habe Onkel Tom mit Susan gesehen. Wenn ich das Jupiter zeigen könnte, ich glaube, Großvater hat oben in seinem Arbeitszimmer eine Kamera. Ja, Leute. Ist nett, oder? Nee, die dürfen mich nicht sehen. Die dürfen mich nicht sehen. Es ist schön. So. So geht's ab in den nächsten Part mit Lucius, Leute. Viel Spaß. Hier wird ordentlich gerammelt. Bis dann.